So, hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir haben den 12. Tag um 3 Uhr 3. Wir hatten uns jetzt vorgenommen, noch ein paar Autos zu knacken, damit wir an Spotlights kommen. Weil das an der. Ich höre schon wieder eine Wanderhure, oder? Weil das an der Base, das ist ja doch ziemlich dunkel. Ach, jetzt regnet das auch noch. Wenn jetzt noch ein Gewitter kommt, ist ja auch doof, ne? Warte mal, da hinten steht einer. Ach, jetzt schneit das auch noch. Na toll. Na toll. Ist das ein Bär? Das ist ein Bär. Haben wir gut erkannt. So. Ich habe mal gelesen gehabt, aus diesen blauen Autos bekommt man öfters einen Motor als aus anderen Autos. Wir werden es mal testen. Na, wo ist der Motor? Das Schöne hierbei ist natürlich auch, dass wir Eisen bekommen und wir suchen ja wie doll und verrückt nach Eisen. Und von daher ist das schon ganz gut. Wir haben zwar das Spotlight, aber wir haben keine Batterie. Ach, hier waren wir schon überall, ne? Also eigentlich brauchen wir hier wahrscheinlich nur mit einer Waffe rumrennen, bis wir das nächste Auto mal sehen. Ach, guck mal, hier liegt noch einer. Warte mal, nee, wir hatten hier auch irgendwo mal volle Taschen, soweit ich das weiß. Kann auch sein, dass hier irgendwo mal in den Autos noch was drin ist, was wir liegen gelassen hatten. Deswegen gucken wir mal lieber rein. So, hier haben wir nochmal ein blaues Auto, war? Oder ist das ein weißes? Weiß nicht. Ich bin farbenblind. White. Steht da, ne? Gut. Gut, dass es da steht, dass es weiß ist. Ich achte hier gerade am Horizont, ob ich da irgendwo einen Zombie sehe. Aber es sieht wirklich alles frei aus, ne? Vielleicht sollten wir uns auch mal eine bessere Ranch bauen. Wäre ja vielleicht auch mal super. Oh, Motor. Aus dem gelben Auto. Guck an. Jetzt noch eine ba Batterie. Komm, komm, Batterie. Das wäre echt cool. Weil im Grunde genommen brauchen wir wirklich in alle vier Seiten das Licht. Also mobile Spotlights. Das ist schon mal ein guter Motor. Damit wir da bei der Feralhorde wenigstens was sehen, ne? Wir latschen hier jetzt einfach mal weiter. Ich weiß, wir haben uns eigentlich vorgenommen, unsere Base uns irgendwie. Ach, die kann mir doch nicht so weit eine klatschen, oder? Geht doch eigentlich gar nicht. Nur wir brauchen das Eisen aus den Autos und davon haben wir jetzt erst 56. Das ist fast gar nichts. Ne? Komm, wir nehmen noch mal Vitamine. Vielleicht kommt jetzt wieder eine Schwester vorbeigerannt, die uns Vitamine gibt. Wäre cool. Haben wir das ganze Holz bei? Wir haben das ganze Holz bei.
Wie praktisch. Laufen wir hier beim Bären mal dran vorbei. Ist das ein Schneegebiet da hinten oder was? Ah, hier war ein Fohlennest. Ja. Das ist Schnee. Ach, ein Stein, okay. Hier ist Kohle. Moment, ich muss mal wieder husten. Ja, weil besser geht es mir immer noch nicht. Aber wird schon langsam, ne? Ja, das ist so richtig das Schneebiom. Das ziehen wir mal lieber an. Ach, das sind diese blöden Schneezombies, ne? Die sind natürlich übel stark. Und wenn die noch angerannt kommen, dann sind die gar nicht witzig. Ach nein, jetzt gewittert's, wie ich es vorhin gesagt habe. Das ist mega schlecht. Weil da hört man ja noch schlechter, die Zombies. Hier ist der Bär. Aber gut, wir sind schon mal ein bisschen weiter. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier das Schneebiom ist. Haben wir ja ein bisschen mal was entdeckt. Und ein bisschen Eisen haben wir auch. Was ist denn das da hinten? Ist das... Nee, gut. Gut, dann gehen wir mal hier noch quer ein bisschen, dass wir uns hier mal so ein bisschen noch umschauen. Wir müssten eigentlich auch mal ein bisschen Tee wieder einsammeln, ne? Wir haben zwar unsere Pflanzen da, ich glaube 4 Stück oder sowas, aber das ist ja auch noch nicht so die große Ernte. Hier haben wir Lehm wie doll und verrückt. Das brauchen wir auch für unsere Cobblestones denn. Ja, vielleicht bauen wir erstmal mit dem Eisen, was wir jetzt bei haben, und dass wir das nochmal in die Forge reinschmeißen. Und dass wir uns da einen Spaten machen. Oh, das Reh, das, ey, Leute, ey. Man ist hier so nervös irgendwo. Das sieht vielleicht so als Zuschauer gerade sehr leicht alles aus, ja, aber irgendwo bist du hier doch echt nervös, wie sonst was. Weil um jede Ecke könnte ja mit meinem Zombie stehen, ne? Und wie oft hatte ich das schon, dass ich ein Zombie fast in den Arm gerannt bin? Kennt er das? Kennt er bestimmt, wa? Ich kenn's auch. Das ist ein Scheißgefühl. Könnt ihr mir glauben. Ja. So, also Tee haben wir auf jeden Fall jetzt eingesammelt. Ich habe jetzt so... Ich gucke immer noch ein bisschen auf den Boden. Also wo ich gerade überall hingucke, ja, ich gucke im Horizont, da gucke ich hin, da ist wieder Tee und dann suche ich noch nebenbei Vogelnester. Und wahrscheinlich renne ich an 100 Vogelnester dran vorbei, ne? Wir müssen Nahkampf nehmen, das hat keinen Sinn mit Pfeil und Bogen. Das ist mit Sicherheit ganz witzig irgendwo, aber irgendwie hat das nicht so der Sinn. Der Sinn. Wo ist eigentlich unser Zuhause? Ach, da. Okay. Oh. Also kenne ich das noch nicht. Hä? Ach, guck mal, hier waren wir schon mal, wa? Ja.
Okay, gut, dann kenne ich es genau so, ja, weil hier waren wir ja schon mal. Ist ja witzig, jetzt latschen wir den gleichen Weg irgendwie. Wir sind jetzt gerade echt den gleichen Weg gelatscht, ne? Gut, dann latschen wir einfach mal in die Richtung. Tum, da lang. Weil das Gebiet kennen wir noch nicht. Da wird jetzt mit Sicherheit kein Haus oder sonst was stehen, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber du musstest mich natürlich sehen, wa? Das Problem bei so einer Nahkampfwaffe ist ja wirklich immer, du musst wirklich Ausdauer haben, ne? Das ist auch so ein Problem. Da hinten ist ein Dicker. Den können wir vielleicht. Den haben wir getroffen. Da steht er wieder auf. Ei, der ist sauer. Ich glaube, der ist sauer. Der ist sauer. Der hat das nicht lustig gefunden. Komm, wir schmeißen das mal eben raus und nehmen noch die Munition auf. Ach, das müsste ein Crawler sein, ne? Aber ansonsten wäre der schon bei mir, glaube ich. Ja, das ist ein Crawler. Wo ist der da? Das ist schön, dass das die langsamsten Zombies sind. Ob sie nur rennen oder nicht. Das spielt bei dem gar keine Rolle. Das ist schön. Das macht Spaß. Wieso ist denn hier eine Krankenschwester? Der muss ich ja wahrscheinlich mal Aua gemacht haben, wa? Oder so? Weiß nicht. Wir wollten eigentlich Richtung Fahne, ne? Naja, wir laufen jetzt hier einfach. Wir sind mal so ein bisschen auf Kundschaft. Aber wir dürfen natürlich echt nicht außer Augen lassen, dass wir wirklich unsere Base noch ein bisschen sicherer machen müssen, ne? Ach, guck mal, da sind Zombies. Zumindest einer. Kuckuck. Mann, dass die nichts bei haben, das ist ehrlich. Wäre schon schön, wenn sie mal irgendwie eine Schematik bei hätten oder sowas. Eine Shotgun-Schematik oder ein First-Aid-Kit wäre ich auch mit einverstanden irgendwie. Irgendwas. Komm, was hast du denn bei? Du bist doch ein Freund, oder? Ah, dass er immer noch so kreischen tut, ey. Da denkst du echt, da kommen noch zwei angerannt irgendwie. Gut, die Pfeile, die haben wir ja eigentlich. Komm, den Kochtopf, den nehmen wir den lieber auf. So. Da ist ein Bär, den sollten wir mal aus dem Weg gehen. Gut, und dann haben wir, sagen wir mal, sind wir so um 12 schon wieder denn zu Hause. Dann sollten wir mal jetzt sehen, dass wir unser Haus aufwerten. Siehst du, das meine ich, ja? Läufst hier zielsicher lang, ja? Und irgendwie kommt dann aber ganz schnell einer aus dem Hinterhalt. Muss hier echt höllisch aufpassen. Wir nehmen mal hier Painkiller.
Aber ich finde einfach irgendwie, so macht das Spiel wesentlich mehr Spaß. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Klar ist es schwerer und alles, darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich finde so vom Spiel her macht es auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß. Schuhe brauchen wir nicht. Und den Bären, den brauchen wir dann auch nicht. Und wir haben schon wieder Durst. Na gut, wir rennen ja hier auch rum wie ein Bekloppter schon wieder, ne? Ja, könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare reinschreiben, würde mich ja echt mal interessieren. Und vielleicht mache ich ja auch gerade so ein bisschen Werbung dafür, dass vielleicht auch andere mal das Spiel auf Zombies einstellen, die halt immer rennen, ne? Ich meine, tot gehen tust du immer, irgendwie. Ist halt nur ein Spiel. Ja? Also wäre da natürlich so, ja, ich sag mal, so eingestellt ist, dass man nie sterben darf oder sowas, gut, dann also solltest du das vielleicht nicht einstellen. Oh, sehr gut. Genau sowas meinte ich, ja. So eine richtig schöne Schematik mal bei, die man auch wirklich braucht. Das ist gut. Das war ein Volltreffer. Ah, da war ein Fohlennest. Wenn ich schon mal ein Fohlennest finde, dann sollte ich es auch rauflooten, ne? Und nicht liegen lassen. Guck mal, hier ist noch ein Auto. Das haben wir noch nicht mal gelootet. Ach Mist, ich höre schon wieder Zombies, ey. Komm, davon haben wir genug. Hunde! Hunde! Lauf, Forrest! Lauf! Ach, jetzt kommen die Hunde. 12. Tag. Na super. Na super. Gut, hier sind jetzt keine Hunde, ne? Die sitzen hier alle schon oben drin irgendwie, glaube ich. So. Gut, wir haben natürlich jetzt keine Batterien gefunden. Wir haben zwar Lampen gefunden, aber keine Batterien. Das heißt, wir haben keine Chance, jetzt ein neues Spotlight zu bauen. Und eine Batterie war hier nicht mehr drin, ne? Nein. Schlecht. Man kann auch mal sagen, es ist schlecht. Sprit haben wir auch nicht drin. Ach so, das hatten wir unten in der Kiste alles reingeschmissen, ne? Na gut. Gut, dann räumen wir jetzt hier erstmal die Taschen leer und Sprit haben wir unten. Das können wir da noch hinpacken. Das ist nicht mehr. Rohre, Gunpower kann weg, das kann weg. Kaffee behalten wir mal. Lampen auch nicht. Dann schmeißen wir hier das mal raus. Das ist eh Müll. So. Gut, dann machen wir uns mal einen Spaten. Damit wir da den Clay abbauen können. Weil wir müssen ja irgendwie uns hier noch ein bisschen die ganze Sache sicherer machen. Das erzähle ich irgendwie in jeder Folge. Kann das sein? Irgendwie, ja, ne? Und dann ist irgendwann der 14. Tag und dann erzähle ich, ja, wir hätten wahrscheinlich mal tagelang, Tage zuvor mal die Festung hier ein bisschen besser ausbauen sollen. Ja, wird wahrscheinlich so passieren, aber ich hoffe nicht. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir es machen. Deswegen bauen wir uns jetzt den Spaten, damit wir da den Clay dann abbauen können. Wir haben schon wieder Dorsch, ne? Kannst du machen, was du willst. Gut, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Es tut mir immer wieder leid, dass das immer so kurz nur alles ist. Aber es ist einfach besser, 20 Minuten nur hochzuladen bei YouTube, als da, weiß ich nicht, 5 Stunden oder sowas.
Da ist natürlich so ein Livestream eigentlich wesentlich besser, ne? Warte mal. Ich will mich ausziehen hier. Komm, wir schmeißen das hier erstmal alles runter, weil irgendwie... Wir überhitzen schon wieder. Können wir nicht ändern. Obwohl, das Bandana, das kühlt, glaube ich, ne? Naja. Okay, ihr wisst, was in der nächsten Folge passiert. Das wird auch gemacht. Da drüben der Clay weg. Und ja, die Festung dann weiter ausbauen. Die Steine haben wir ja auch nicht viele, aber ein paar. Und ja, dann müssen wir mal zusehen, wa? Wisst ihr Bescheid. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.